Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Corona-Ausbruch in Flüchtlingsunterkunft. Flughafen Tegel wird vorübergehend geschlossen. Und CDU und FDP reichen Verfassungsschutzklage gegen Mietendeckel ein. In einer Flüchtlingsunterkunft im Ortsteil Berlin-Buch gab es einen Covid-19-Ausbruch. Offiziell seien laut dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheit 16 Bewohner infiziert. In der gesamten Unterkunft leben 407 Personen. Wie uns ein Mitarbeiter bestätigte, sei das gesamte Gelände abgeriegelt worden und alle Bewohner der Unterkunft stehen unter Quarantäne. Unser Informant möchte nicht genannt werden, bestätigte allerdings gegenüber TV Berlin, dass alle Mitarbeiter der Unterkunft zur Geheimhaltung genötigt wurden. Das zuständige Gesundheitsamt Pankow testet seit Mittwochmorgen 9.30 Uhr alle Bewohner der Unterkunft auf Covid-19. Laut der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales werden Abstriche genommen, um weitere Infizierte festzustellen. Auch ein Screening wird durchgeführt, damit mögliche Kontaktpersonen der Infizierten ermittelt werden können. Infizierte Personen und deren Kontaktpersonen werden bis auf Weiteres in die Quarantänestation Buchholzer Straße verlegt. In der Corona-Krise geht der wichtigste Flughafen der deutschen Hauptstadt voraussichtlich vom Netz. Am 15. Juni könnte es soweit sein. Das beschlossen der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg nun in einer Gesellschaftsversammlung. Der entsprechende Antrag bei der Luftfahrtbehörde ist schon gestellt. Erholen sich die Passagierzahlen in den nächsten Wochen nicht deutlich, geht der Flughafen in eine zweimonatige Betriebspause. Mehr Zeit für die schönen Künste. Diesen Sonntag öffnen zahlreiche Berliner Galerien ihre Türen. Sunday Open ist eine Reaktion auf die Corona-bedingten Schließungen der vergangenen Wochen. Denn normalerweise sind Galerien am Sonntag geschlossen. In den Sommermonaten möchten nun zahlreiche Berliner Ausstellungshäuser ihre Kunst an einem Sonntag im Monat der interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen. Der Mietendeckel in Berlin wird zum Fall für das Landesverfassungsgericht. Die Fraktion von CDU und FDP im Abgeordnetenhaus kündigten am Mittwoch an, ihre schon seit längerem in Aussicht gestellte Normenkontrollklage am kommenden Montag einzureichen. Auch das Bundesverfassungsgericht überprüft das bundesweit einmalige Gesetz, das den zuletzt stetigen Anstieg der Mieten in Berlin bremsen soll. FDP und CDU/CSU im Bundestag hatten ihre Verfassungsklage am 6. Mai auf den Weg gebracht. Sie gehen davon aus, dass der Deckel nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Kommen wir nun zu den Wetteraussichten. Heute Nacht erwartet uns ein gering bewölkter Himmel. Die Temperaturen sinken auf bis zu 4 Grad. Morgen am Feiertag bleibt das Wetter überwiegend heiter. Phasenweise können ein paar Schönwetterwolken aufziehen. Dabei bleibt es mit 21 Grad recht warm. Die kommenden Tage werden sehr wechselhaft. Am Freitag bleibt es noch überwiegend heiter, später sind aber vereinzelte Schauer möglich. Dabei bleibt es mit Temperaturen um die 22 Grad recht warm. Zum Samstag kommt schauerartiger Regen auf, der im weiteren Tagesverlauf wieder abziehen kann. Auch am Sonntag bleibt das Wetter unbeständig. Neben etwas Sonne kann es auch Schauer geben. Die Temperaturen steigen an beiden Tagen auf maximal 18 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und bis morgen.